Die Taliban haben nach eigenen Angaben auch die letzte von ihren Gegnern gehaltene Provinz Afghanistans erobert. Panjshir sei eingenommen, erklärte ein Taliban-Sprecher. Die sogenannte Nationale Widerstandsfront widersprach dem und kündigte an, ihren Kampf fortzusetzen. Unterdessen gaben die Taliban laut UN-Angaben Sicherheitsgarantien für internationale Helfer. Bundesentwicklungsminister Müller kündigte in der Rheinischen Post an, Medikamente und Impfstoffe über eine Luftbrücke der Weltgesundheitsorganisation zu liefern.